Ja, gut. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Metroid Prime. Zwei Echoes mit mir, dem Terminus. Und natürlich der guten Samus und natürlich Goliath-Wespen. Die müssen dabei sein, logischerweise. Ne, das letzte Mal haben wir ungefähr hier aufgehört. Dann wollte ich aber aufhören aufzunehmen und speichern. Blöderweise war der letzte Speicherpunkt. Der da unten, genau. Da unten war ich gerade. Bin hier hoch, bla bla bla. Bap, bap. Ihr versteht. Ist nicht cool. Was soll man machen? Die Speicherpunkte sind nicht gut ausgelegt in dem Spiel, um Stuff zu tun. Nee, was soll ich sagen? Um Folgen aufzunehmen, wenn man nur wenig aufnehmen will. Zum Beispiel ein oder zwei Folgen am Stück. Klar ist es egal, wenn du ganz viel auf einmal aufnimmst, aber. So ist doof. Wir wollen den dunklen Äther. Kann ich einfach rein? Mama, nein. Ja, komm jetzt. Und da kriegen wir dann hoffentlich die super Mislays. Ist das ein bisschen laut? Komm einfach mal leiser. Jetzt muss ich husten und mich muten. Gott verdammt, ich hasse das. Oh, guck mal, da erwarten uns schon die Ing. Das Schutzschild ist nicht allzu. Das sind zum Glück nur so mit Drohnen. Die sind okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall diese Rüstung. Die ist ja schon einigermaßen. Ey. Oh. Kannst du mal. What the fuck? Die ist schon einigermaßen praktisch. Wo sind wir? Zugang zum Lager. Einen brauchen wir. Super, jetzt kommen wir also nicht durch. Also müssen wir durch diese Tür. Matsch. Matsch. Wir haben den Lightbeam, wir haben Missiles, unser Leben ist okay, gehen wir. Wie gesagt, Darksuit absorbiert viel von dem, ist das ein Portal? Von dem Damage, den wir bekommen. Was ist das? Allerdings ist hier überhaupt kein helles Ding, das nervt ja. Es handelt sich um eine Ansammlung mutierter Ingwürmer. Lecker. Organismen wurden gezüchtet, um massive Körpermasse zu entwickeln. Jetzt habe ich Schleim im Mund. Es hat den Anschein, als nutzen die Ing diese Wesen, um den Zugang zu bestimmten Bereichen zu blockieren. Ja, ich mach hier auf. Gar nicht? Okay, cool. Wieso nicht einfach einen Stein davor legen? Und wie töte ich euch? Giftige Dämpfe. Kann ich euch irgendwie killen? Unmittelbar nach ihrer Geburt eine eindrückende Schale. Ich schieß die einfach mal ab mit dem Lightbeam. Kann das. Gar nicht. Kann ich mich irgendwo heilen? Weil hier ist ganz schön. Langsam tut's weh. Okay, sie Shit. Erstmal scannen. Beschädigtes Wachauge. Von Twisterling besessenes bewaffnetes Monitorsystem. Von den Ink verwendet, um wichtige Bereiche zu sichern. Lässt mit den meisten Waffen rübergehend außer Gefecht setzen. Mit Lichtallergie lässt sich das Objekt zerstören. Ja, zerstören. Muss ja jetzt nicht. Vor allem, weil ich nicht mein Lightbeam raushauen will, wenn ich kommuniziere dafür. Da oben ist eine Lichtquelle. Da will ich mich doch mal ganz kurz reinstellen. Stuff, mir Stuff. Und jetzt? Das da oben sieht aus wie Morphball-Shit. Das ist Morphball-Shit. Wie komme ich auch? Da entlang. Alles klar. Wo sind wir jetzt dran vorbei? Da war ein Portal. Da waren zwei Portale. Nee, von dem einen kommen wir her. Doch, dann sind es einfach zwei. Gut. Ich habe das Gefühl, wir kriegen hier irgendwie Super-Missiles, weil ist ja eine Sackgasse. Oder sehe ich das falsch? Denn das weiß es natürlich nicht. Boop, boop, boop. Und. Go, go, Power Ranger. Da muss ich die alle anmachen? Das kann ich nicht zurück. Was soll das? Das ist aber ganz doof, weil ich habe das erste nicht angemacht, weil ich doof bin im Kopf. Okay. Aber was kann ich jetzt anmachen einfach? Nö! Umdrehen. Bitte rein, ja. Hüpf.
Ja, jetzt komme ich da nicht mehr raus. Ah nee, doch, guck mal. Ich hab's perfekt gemacht, ich bin so schlau. Das war absolut gewollt. Nee, das war jetzt echt aussehen. Ach so, und dann ist das ein Aufzug. Das Blöde ist nur, der dunkle Äther geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Mit mehr Energy Tanks kein Problem, aber... Ja gut, ich habe schon eine gute Anzahl. Ah, guck mal, das ist ja cool. Das ist mega cool. Fuck you. Nicht nett. Mehr? Natürlich. Kann ich nicht einfach... Ich kann nicht in den Aufbau gehen. Noch mehr. Natürlich. Boom, boom, boom. Das klappt nicht besser. Und jetzt? Ey. Ey, jetzt nicht dunkel. Ich bin sauber. Bin ich da gerade ernsthaft runtergesprungen? Das war jetzt vermutlich nicht so smart. Was mach ich jetzt? Was shit? Gut, können Sie mich mal bitte in Ruhe lassen, okay? Kann ich die Griffklauen mit Bomben töten, wenn ich so reinspringe? Ist das wieder zurückgefahren jetzt, weil es ist weg? Lassen Sie mich bitte, danke. Ja, versuchen wir das doch gleich nochmal, weil es so lustig war. Hilfe? Nee, lass mich mal wieder auf. Gut, und jetzt mit weniger Behinderung. Ja, wir wissen alle, dass das nicht wird. Ja, wird nicht. Der Lightbeam hat ja mal gar nichts gemacht, aber der Powerbeam sogar besser. Ah, jetzt kommen die nicht mehr. Cool. Das war Absicht, um mich ein bisschen zu heilen im Licht. Natürlich. Na, natürlich. So, erstmal das Portal aufmachen. Dann dürfen wir jetzt gleich zurück. Das ist sehr interessant. Das mit dem Aufzug war aber nervig. Nicht nochmal runter. Danke. So. Kriegen wir wohl nicht die Super Misses im dunklen Äther. Wir müssen einfach hin und her springen. Das ist interessant. What the fuck? Jetzt erstmal runterspringen sollte ich wahrscheinlich nicht, oder? Ne, guck mal, jetzt sind wir hier hinter der Misseltür. Interessant, interessant. Okay, wir müssen hier runter. Hallo, hallo. Ist hier wer? Es klingt sehr bedrohlich, aber... Scheint ja gar nicht mal so schlimm. Scan abgeschlossen, so ein doof Ding. Oh shit, hey, hey, hey. Ja, nun. Pass mal auf. Fuck. Du. Gotcha, bitch. Das sind jetzt echt hier die ganzen Wege entlang. Leben bitte, hab ein bisschen. Oh, Fasern. Bam. Du. Ja, ja. Ah ja, mit dem Lightbeam muss man das machen. Das habe ich jetzt gelernt, ich kann diese lila Dinger abschießen, aber bewegen die sich. Könnte ich auch in älteren Gebieten machen. Hätte ich da nicht drüber hüpfen können? Hätte ich auch in älteren Gebieten machen können. War ich zu dumm, zu faul, was auch immer. Freundchen. Machen wir die mal mit dem Darkbeam. Funktioniert gut. Bloß leider hätte ich sehr gern ein Lightbeam zurückbekommen davon. Kann ich hier drauf springen? Und so weiter oder nicht dadurch? Nicht dadurch ist natürlich auch eine angenehme Alternative. Aber lassen wir das mal. Hier noch ein bisschen. Nice. Wie das ein 30er waren, das ist kein 50er. Ich bin ein bisschen verwirrt von dem Layout, aber wir sind jetzt hier drüben, alles klar.
Was passiert, wenn ich dich schon mal aus der Entfernung anschieße? Flip. Nicht viel, wenn ich nicht treffe. Ich habe so das Gefühl, da kommt jetzt gleich. Nichts. Oder das Wasser. Ach, das ist ja so eine Glasfläche. Boah, das zieht einen aber krass nach unten. Das ist ja schrecklich. Und ich wollte noch sagen, geil, ein Match heute ohne Wasser vielleicht. No. Mach mal auf. Jenseits jetzt zerlegt, der Fahrt zum von Toro. Ja, ist okay. Guck mal, ein toller Baum. Viel Scanny ist hier nicht. War hier nicht? Da müsste. Oder drunter? Ist das aufmachbar? Nö. Hier müsste irgendwie ein Weg zurück sein. Oder so. Hm. Ja, wenn nicht, dann nicht. Habe ich auch nicht nötig. Aber gut. Weil auf der Karte ist hier eine Verbindung. Nee. Ah, nach da vorne. Okay. Gucken wir uns mal ganz kurz noch an. Genau hier. Okay. Du, dich kann man übersehen, mein Freund. Okay, irgendwas, was das? Ein Eintrag, Luminas Inschriften, Zeit der Angst, Datenwunden. Ja, das ist immer wieder irgendwie sowas, was ich nicht unbedingt brauche. Zack, zack. Leben geht immer und dich kann ich öffnen. Huh. Ich hätte gerne mehr Munition. Habe ich zum Glück noch nie gesagt. Dann gehen wir einfach wieder hier hin. Und sind fröhlich. Gehen wir in den Sumpf. Nein. Das wollen wir doch nicht. Nein. Vielleicht soll ich so Kleinstviecher mal töten mit dem Darkbeam. Aber meine Lightbeam geht langsam alle. Wie sieht das eigentlich aus? Ja, ist halt. Oh. Nein. Ist halt da unten, ne? Ja, Wasserfälle. Okay, wird ganz cool, hoffe ich. Das Gebiet. Erstmal anmachen. Gibt es in dem Raum noch was? Das sind immer so kleine Pfade, aber da ist nicht wirklich was. Ja, gut, dann nicht. Go. Kann nicht alles haben. Muss ich mal besser hinsetzen, sonst treffe ich die Sensorleiste nicht und das ist doof. Das Suit sieht scheiße aus. Der gefällt mir gar nicht. Also nicht so krass. Ist mal was anderes, aber ist nichts Gutes anderes. Guck, das ist schon wieder so ein. Okay, was ist das? Komponente gehört zu einer Luftreinigungssystem. Diese Einheit ist noch immer aktiv, wenn auch nur auf niedrigem Niveau. Scans deuten auf mangelhafte Wartung hin. Sollte die Einheit nicht binnen 3 Zyklen gewartet werden, ist mit Komplettausfall zu rechnen. Das ist ja schön. Und ihr so? Torfische Wärterhülse. Ne, lass mal. Giftwolke. Das ist ja angenehm. Giftwolken sind immer was Gutes. Okay. Das ist interessant. Hier ist ja tatsächlich mal was in so einem Raum. Das war wahrscheinlich nichts allzu Wichtiges. Aber der Sumpf wird dann wahrscheinlich sehr giftig sein. Das wird lustig. Also eigentlich genau wie im dunklen Äther. Und im dunklen Äther ist dann Gift und dunkle Atmosphäre. Nein. Will nicht, danke. Was hier zum Scan? Zack, zack, zack. Nicht, doch. Was ist das denn? Hängerschote. Morphologie, blablabla, Feldlager für. Interessant. Zur Aufbewahrung von Nachschub und überlebenswichtiger Munition. Ah. Was, wenn ich euch mit dem Darkbeam abknall? Sieht aus wie so. Nuss. Ja, gut, Missiles. Das, ich habe mehr erwartet. Sehen so die Bäume aus? Ein bisschen maschinell, oder? Sieht aus wie ein Charakterbau. Nun gut. Okay. Sah nur komisch aus. Muss nicht anschießen.
Die Bäume sehen ein bisschen fleischig aus. Nö. Nö, danke. Ungern. Oh, hier ist aber viel Stuff. Bla bla bla. Informationen. Süßes Vermächtnis. Lesen wir uns mal ausnahmsweise durch, weil das Gebiet. Sie kamen des Nachts zur Lagune und es gelangen ihnen wahre Todesstöße, bevor ich sie vernahm. Mit schwindenden Sinn richtete ich einen Ruf an den Kader, um vor diesen hinterhältigen Attacken zu warnen. Mögen sie meinen Schlüssel bergen. Schlüssel? Und jene Ink zerlegen, die mich zu Fall brachten. Erst dann wird mein endgültiger Ruhe friedvoll sein. Ja, okay. Ich mach schon kaputt. Keine Sorge, ich mach kaputt. Erstmal Cutscene. Sumpf von Torvus. Sieht geil aus. Pflanzen, die aus Zelda kommen können. Großartig. Aber jetzt erstmal umgucken, blöderweise. Was das? Das Luftreinigungssystem. Freunde. Abstand halten. Ich will euch mal scannen. Nein, lass doch das scannen, was ich... Ihr explodiert mir gleich, oder? Explodiert... Achso! Au! Jetzt bin ich unter Wasser. Cool, da wollte ich hin. Fun Fact! Bullshit wollte ich nicht. Brücke derzeit ohne Energieversorgung. Blablabla, super langweilig. Ich habe aber keinen Wavebeam. Wie soll ich denn das noch? Hier waren Fischis, mit denen ich nicht unbedingt Freundschaft schließen muss. Oh shit. Bleib mir mal weg. Schanzling. Ne, sieht nicht cool aus. Wasserlebendes Schwarmtier. Kontakt mit kleineren Schäden. Oh, cool. Das ist schön. 40%. Das klingt zu viel. Wir haben erst einen Boss gemacht. Wobei, Metroid hat ja nicht so krass viele Bosse. Lass mal wieder hier raus. Du stinkst. Hier stinkt. Pflanzen haben mir auf jeden Fall ein bisschen wehgetan. Fand ich weniger Korall. Und viel mehr Unkoral. Oh, guck mal. Hallo? So sieht das aus. Anziehen, essen. Was ist das? Ein Gitter. Nicht die Tore öffnen. Alles klar. Ah, das gehört da dazu. Wie mache ich das? Irgendwie unter Wasser wahrscheinlich. Okay. Dann muss ich unter Wasser. Oh, 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 warte. Da sehe ich doch was Interessantes. Da komme ich doch. Das war ausnahmsweise was Tolles. Und ich könnte ja auch mal gerade die Folge wenden. Falls ihr euch gefallen hat, dann doch bitte positiv bewerten. Kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In dem komischen Sumpf, wo vieles aussieht, als wäre es aus Fleisch. Tennis raus. Bis dahin. Und tschüss. You